Ja, können wir nicht vielleicht von dem Fahrrad den Fahrradschlauch als Ersatzteil für unseren Keilriemen benutzen? Das wäre doch eine denkbare Idee, oder? Ich denke mal, den Schraubenzieher könnten wir dann damit. Ich muss das alte Ding nicht reparieren. Niemand wird mehr damit fahren. Du kannst es doch wohl da dran machen, oder? Oder im Heimlabor? Und dann? Ah, Fahrradschlauch, da ist er. Mal sehen. Ja. Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komme schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber. Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Okay, da ist also jetzt eine unbekannte Frau mit einem Hubschrauber angeschoppert gekommen. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Ja, aber erstmal will er wieder seinen komischen Fogger repariert haben. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Komm, wir gehen da mal rein. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Ja, du bist ja auch ein Kauz. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch zum Fogger und testen mal den Fahrradschlauch aus. Hoffentlich funktioniert das jetzt mal. Seine Rappelmühle da oben meint nicht einen Gang kriegt. So, Motorraum. So, also den Fahrradschlauch auf das Laufrad. Mist, zu lang. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Wenn's klemmt, dann hilft etwas Schmiere. Und was haben wir da? Ein bisschen Pflanzenöl. Mal gucken, ob das funktioniert und. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Hey, so gut. Und jetzt einmal ausprobieren. Vielleicht geht das ja jetzt. Der Fahrradschlauch ist doch viel zu lang. So geht er nur kaputt. Okay. Probiere ich immer so ein bisschen rum, Schlüssel. Macht da nichts. Vielleicht habe ich im Keller etwas, um das Ding zu reparieren. Also im Keller, da scheint nicht mehr viel zu sein. Vielleicht da. Wenn ich den Schlüssel in das Loch stecke, könnte er abbrechen. Aber der Schraubenschlüssel nicht, weil der schon abgebrochen ist. Also, Blanker Unfug. nimm mal hier, nee, komm, nimm mal hier diesen, nein, Humbug. du sollst den Schraubenschlüssel nehmen. So, und jetzt da. Pflöck. Passt. Ah, okay, nette Konstruktion. Dann wollen wir doch mal ausprobieren, ob jetzt der Fogger funktionieren tut. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Ja,
Ich denke da gerade an jemanden. Wie wäre es mit unserer netten kleinen Dame da unten? So. Gehen wir mal zu ihr hin und bitten sie mal um Hilfe, denn sie braucht unsere ja auch. Und eine Hand wäscht die andere. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Ja gut, also der Fogger funktioniert jetzt. Jetzt weiß ich auch, wofür der gut ist, nämlich damit das Holz frisch bleibt. Wahrscheinlich reinigt er die Luft oder keine Ahnung. Und da ist ein kleines Unglück passiert. Und zwar das kleine Vöglein ist vom Baum gestürzt. Ja, ein Vogelgrab. Und die fremde Frau hat den Vogel begraben. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was? Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Okay, also die hat da gerade... Ja, gehustet. Ja gut, jetzt ein Glas Wasser. Wie kriegen wir hier ein Glas Wasser? Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na, na, na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall, oder... Ach, das hatten wir doch schon tausendmal, Ben. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Okay, was wählen wir denn jetzt mal aus? Na gut, komm, wir müssen der Frau auch irgendwie helfen. Ne, ich meine, die hat einen Hubschrauber. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. So, ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Ja, das könnte uns natürlich jetzt hier die Laune mit diesem Dr. Angus oder so, wie die heißt, natürlich mies verderben, aber ich denke mal,
Ja, komm, egal, die ist ja sowieso schon so ein bisschen komisch.